Wir werden uns jetzt in den zweiten Teil von Offenbarung 16 befassen und werden zunächst die Verse 12 bis 16 lesen. Der sechste Engel goss seine Schale in den großen Fluss, den Euphrat. Der Fluss vertrocknete, sodass die Könige aus dem Osten eindringen konnten. Ich sah, wie aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister hervordrängen, die wie Frösche aussahen. Es sind dämonische Geister, die Wunder vollbringen, die Herrscher dieser Welt für sich gewinnen. Alle sollen sich mit ihnen zum Kampf gegen den allmächtigen Gott verbinden, wenn der große Tag der Entscheidung kommt. Doch vergiss nicht, sagt Christus, komme plötzlich und unerwartet, wie ein Dieb. Nur wer wach bleibt, wer wach bleibt und bereit ist, wird an diesem Tag glücklich sein. Nur wer seine Kleider griffbereit hat, braucht dann nicht nackt herumzulaufen und sich zu schämen. Die dämonischen Geister versammelten die Heere der Welt an dem Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Wenn wir uns mit Offenbarung 16 den eben gelesenen Texten beschäftigen, so stehen wir vor der Frage, ist Harmageddon eine politische Auseinandersetzung zwischen Ost und West? Oder gleichsam ein dritter Weltkrieg? Oder ein Kampf der Kulturen zwischen Islam und der westlichen Welt? Oder ist Harmageddon ein Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk? Bevor wir mit der biblischen Auslegung beginnen, sehen wir uns einige der Auslegungen an, die in unseren Tagen vorgenommen werden. Diese Auslegungen können in drei Ansichten zusammengefasst werden. Die erste Ansicht, bei Harmageddon handelt es sich um eine politisch-geografisch buchstäbliche Auseinandersetzung. Viele meinen, Harmageddon wäre die Vernichtungsschlacht der Völker, die sich schließlich in Palästina, der Wiege der Menschheit, vollziehen wird. Am 2. September 1945 sagte der amerikanische General MacArthur, wenn wir jetzt nicht einen größeren und gerechteren Plan entwerfen, so wird Harmageddon vor unserer Tür sein. Viele sind überzeugt, es würde sich bei Harmageddon um den letzten Weltkrieg handeln, der durch Ereignisse im Nahen Osten ausgelöst wird. Andere denken dabei an den Kampf um die Energiequellen, Öl, Mineralien, Bodenschätze. Manche vertreten die Ansicht, es würde sich um eine Schlacht zwischen dem Islam und der christlichen Welt handeln. Und andere sind der Meinung, es gehe um eine Auseinandersetzung mit der aufstrebenden Weltmacht China. Und ich erinnere mich noch sehr, ich bin ja nun Adventistenkind und schon 67 Jahre Glied dieser Gemeinschaft. Ich erinnere mich noch, früher Adventisten glaubten, durch die Auflösung des Osmanischen Reiches würde den Völkern des Ostens der Weg nach dem Westen freigegeben und im Tal von Megiddo würde es schließlich zu der letzten großen Auseinandersetzung kommen. Das ist also die eine Ansicht. Die zweite ist die religiös-politische Auslegung dieser Texte. Israel
wird als auserwähltes Volk in Palästina das verheißene Erbe besitzen. Aber die Russen, der Feind aus dem Norden, wird kommen und wird in das Land einfallen. Aber Gott wird Israel den Sieg geben. Ich erinnere mich noch sehr genau, nicht bei uns, aber bei anderen Gemeinschaften, Bücher gesehen zu haben, da waren die ganzen Aufmarschpläne schon mit abgedruckt, wie das so aussehen wird und von woher der Feind aus dem Norden kommen wird und ähnliches mehr. Scheinbar dachte man dann, man wüsste das. Und dann kommt dieser Gedanke, Christus aber wird dem Gemetzel der Völker durch seine Wiederkunft ein Ende bereiten. Christus würde dann hier auf Erden das tausendjährige Friedensreich aufrichten und von Jerusalem aus die Völker regieren. Und dann gibt es eine dritte Auslegung. Das ist die heilsgeschichtlich überregionale Auslegung. Der satanischen Dreieinigkeit von Teufel, Antichrist und falscher Prophet wird es gelingen, die Führer der Weltmächte zu einer Entscheidung gegen Gott und seine Gemeinde zu vereinen. Aber Christus wird mit dem himmlischen Heer erscheinen, wird Gottes Feinde vernichten und seine Gemeinde retten und heimholen. So, drei Ansichten. Meine lieben Schwestern und Brüder, wir dürfen nicht unserer Fantasie folgen. Wir dürfen nicht menschlichen Ansichten folgen. Wir sollten immer daran denken, und besonders beim Studium des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, dass die Bibel den Heilsplan Gottes mit seinem Volk beschreibt. Und die sechste Plage muss deshalb auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Wir verstehen den Text über die sechste Plage nur dann richtig, wenn wir die Bibel ihre eigenen Symbole deuten lassen. Auch hier muss unser Prinzip reformatorisches Prinzip sein, nämlich die Bibel durch die Bibel auszulegen. Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Nun, wer die Offenbarung studiert und verstehen will, der muss wissen, dass alle Bücher der Bibel in der Offenbarung zusammenfließen. Ohne den Hintergrund des Alten Testamentes muss es zu falschen Auslegungen und Interpretationen der Offenbarung kommen. Beginnen wir darum, die in der Beschreibung der sechsten Plage verwandten Symbole in ihrem biblischen Zusammenhang im Einzelnen zu betrachten. Es sind drei Symbole, die wir uns gründlich ansehen müssen, die im Kontext dieser Aussage der sechsten Plage markieren sind. Erstens der Euphrat, zweitens die Könige vom Osten und drittens der Begriff Harmageddon. Fangen wir also mit dem ersten Begriff an, der Euphrat. Nach Offenbarung 16,12 gieß der Engel seine Schale über den großen Strom Euphrat aus. Und in Verbindung mit der Ausgießung der siebenten und letzten Zornesschale wird in Vers 19 gesagt, Gott hatte sich an Babylon die Große erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. Der Euphrat floss durch das antike Babylon. Um die sechste Plage zu verstehen, muss man die Geschichte des alten Babylons und die Bedeutung des Euphrats kennen. Und deshalb müssen wir uns ein wenig mit der Typologie der sechsten Plage befassen. Der Euphrat war das lebenswichtige Transportsystem Babylons. Und der Euphrat war zugleich der natürliche Schutz der Stadt.
Nebukadnezar, der König von Babylon, eroberte Jerusalem und führte Gottes Volk in die babylonische Gefangenschaft. Doch nach 70 Jahren, wie vorhergesagt durch den Propheten Jeremia, nach 70 Jahren wollte Gott sein Volk aus Babylon befreien und nach Jerusalem zurückbringen. Während der Gefangenschaft rief Gott aus dem Osten den Perserkönig Kores. Und dieser Perserkönig Kores ließ den Euphrat durch eine hervorragende Ingenieurleistung umlenken. Der Wasserspiegel fiel unter die Mauern von Babylon. Und durch das ausgetrocknete Flussbett ließ er seine Soldaten durch die Flusstore in die Stadt marschieren. Kores kam ja für Gottes Volk als der von Gott angekündigte Retter und Befreier. Nun, das Vertrocknen des Euphrats ist im Alten Testament aber auch eine bekannte Redewendung der Propheten, um den Untergang Babylons zu beschreiben. Da lesen wir in Jesaja: So spricht der Herr, der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll meinen Willen vollenden, und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut, und zum Tempel werde gegründet. Desgleichen kündigte auch der Prophet Jeremia den Untergang Babylons an. Wir lesen: Das Schwert soll kommen, spricht der Herr, über die Einwohner von Babel. Dürre soll kommen über ihre Wasser, dass sie versiegen. Denn es ist ein Götzenland, und an ihren schrecklichen Götzen sind sie toll geworden. Oder Jeremia 51, darum spricht der Herr: Siehe, ich will deine Sache führen und dich rächen. Ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versiegen lassen. Und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden. Babylon lag im Zweistromland von Euphrat und Tigris. Nun, das antike Babylon hat sein endzeitliches Gegenbild im geistigen Babylon, das in der Offenbarung dann mehrfach erwähnt wird. Hat sein Gegenbild im geistigen Babylon, das eine religiöse Macht darstellt, die ebenfalls Gottes Volk unterdrücken wird. Hat das antike Babylon eine symbolhafte Bedeutung für die Endzeit? So muss auch der damit verbundene Euphrat symbolhaft gedeutet werden. In Offenbarung 17,2 sagt, das geistige Babylon sitzt an vielen Wassern. Und einer der sieben Engel mit den Zornesschalen sagte zu Johannes: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und diese Wasser werden in Vers 15 so erklärt: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. So wie der Euphrat das antike Babylon schützte, so wie der Euphrat die Macht des antiken Babylons begründete, so hat das geistige Babylon viele Völker, Nationen und Scharen, die es schützen und seine Macht begründen.